Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute hier am 13. März, Dienstagnachmittag, eingefunden, 2018 übrigens immer noch, um die nächste Lesung zu machen von dem Buch von Theodor Griesinger. Der lange Titel, den kann ich nie behalten. Ja. Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Mit dem 9. sind wir immer noch in dem Kapitel drin, was heißt Ignaz von Loyola als Ordensgeneral, das ich untertitelt habe, päpstliche Freibriefe für den Orden, weil wir ja letztes Mal gelesen hatten, wie viel Freiheiten der General der Jesuiten da überhaupt bekommt. Das ist ja im Grunde, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Aber ja, das ist eben, wenn der Teufel Autorität gibt, dann kann man sie eben auch vollständig ausnutzen. Ich will jetzt auch gar nicht groß da Diskussionen drüber anfangen. Ich möchte gerne in das Buch reingehen und mich nochmal eben bei der Kerstin aus Frankfurt bedanken, von der ich heute wieder ein Paket bekommen habe. Unter anderem mit der Lutherbibel von 1534. Fantastisch und ganz. Da ist ein Erklärungsbuch mit bei. Und da auf der letzten Seite gibt es ein Glossar zu den Buchstaben der im Haupttext der Lutherbibel verwendeten Schrift, zu der Frakturschrift. Ganz interessant. Ich lege mir das mal offen hier neben. Und mal sehen, wenn ich jetzt hier auf dem Computer, auf dem PDF gleich einen Buchstaben habe, den ich nicht mehr erkennen kann, ob ich den hier erkennen kann, dass ich zumindest weiß, was das ist, dass mir nicht wieder das passiert wie mit Ullala. Dass das Alcala heißt im Grunde. Ne? Ja, und da kann ich jedes Mal anklicken, dass er das nicht mehr zeigen soll. Trotzdem zeigt er diesen Schirm. Jedes Mal wieder. Gut, also, dann fangen wir jetzt mal an. Auf Seite 76 im Buch, das auf Seite 94 in dem PDF ist, um da weiterzulesen. Und zwar hier unter Punkt 7. Die sämtlichen Gesellschaftsmitglieder sowie auch die Güter, Einkünfte und Besitztümer des Ordens sind von der Gerichtsbarkeit, Aufsicht und Gewalt der Bischöfe und Erzbischöfe befreit und werden in den besonderen Schutz des päpstlichen Stuhles genommen. Die Jesuiten dürfen sich also sozusagen alles erlauben. Und kein Kirchenprälat durfte es wagen, ihnen deshalb auch nur ein unschönes Wort zu sagen. Wie gesagt, carte blanche, totaler Freibrief. Die zu Priestern geweihten Mitglieder im Punkt 8 des Ordens, also alle Professen, dürfen überall, wo sie sich aufhalten, ihre eigenen Bethäuser haben oder auch in einem anderen anständigen Lokale einen Altar errichten, und all da dürfen sie selbst zur Zeit eines päpstlichen Interdikts bei verschlossenen Türen und nach Entfernung aller Exkommunizierten und Ketzer die Messe lesen und die heiligen Sakramente austeilen. Auch sollen an allen Plätzen, die mit dem Interdikte oder der Exkommunikation belegt sind, die Jungen und Knechte, welche von den Jesuiten in Geschäften gebraucht werden, sowie auch ihre Prokuratoren, Arbeiter und Angestellten aus dem Laienstand von der Exkommunikation und dem Interdikte ausgeschlossen sein. Also der Interdikt ist ja, wenn man von der Kirche exkommuniziert wird, um es mal einfach auszudrücken, das ist der Zustand, und den können sogar die Jesuiten null und nichtig machen. Also die haben die Macht, alles, was von der römischen Hierarchie, von der römisch-kirchlichen Hierarchie kommt, zu überstimmen. Einfach alles. Ja. Ein absoluter Freibrief für diesen Orden. Übrigens, das ist immer noch in Junctum Nobis, ne, aus der Bulle, von der wir hier vorlesen. Ne. Unter Punkt 9 lesen wir dann, kein Bischof oder Prälat soll die Macht haben, ein Mitglied des Ordens der Jesuiten oder auch einen Laien wegen seiner Freundschaft zu der Gesellschaft mit der Exkommunikation oder anderen kirchlichen Strafen zu belegen, und wenn sich solches je einmal ein Prälat herausnehmen würde, so soll es kraftlos und ungültig sein. Punkt 10. Allen Christgläubigen steht es vollkommen frei, dem Gottesdienst und den Predigten der Mitglieder der Gesellschaft Jesu beizuwohnen und die Sakramente nebst Beichte und Absolution von ihnen zu empfangen, ohne dass die ordentlichen Pfarrer etwas dagegen einwenden dürfen. Punkt 11. Jeder Bischof oder Erzbischof ist gehalten, die ihm vorgestellten Mitglieder der Gesellschaft Jesu, die noch nicht Priester sind, zu solchen zu weihen, ohne irgendeine Verbindlichkeit
oder ein Versprechen dafür zu fordern. Die Mitglieder der Gesellschaft Jesu haben das Recht, in Punkt 12, sich mit der Erlaubnis ihres Generals in den Ländern und Städten der Exkommunizierten und Schismatiker sowie der Ketzer und Ungläubigen aufzuhalten und dürfen sogar mit denselben Umgang pflegen. 13. Sie sollen nicht gehalten sein, sich zu Situationen der Klöster oder zu Inquisitions- und anderen kirchlichen Verrichtungen brauchen zu lassen, und auch von der Aufsicht und Gewissensleitung der Nonnen sind sie, wenn sie es verlangen, zu dispensieren, also freizusprechen. 14. Sie sollen nicht verpflichtet sein, von ihren oder vielmehr von ihren Kollegien Gütern und Besitzungen, welchen Namen sie auch haben mögen, den Zehnten, selbst den Päpstlichen nicht ausgenommen, oder überhaupt irgendeine Gebühr und Abgabe zu entrichten. Na, das ist doch mal eine Sache, die wir auch ganz gerne hätten, denke ich mal, ne? Absolute Steuerfreiheit. Schaut, ich lese das nochmal. Die Schenkung aller Häuser. Ach nee, hier Punkt 14 war das, ja. Lesen wir das mal. Ach Mensch. Lesen wir das mal hier. Manchmal ist das mit diesen PDFs wirklich eine Plage, um umzugehen. Sie sollen nicht verpflichtet sein, von ihren oder vielmehr von ihren Kollegien Gütern und Besitzungen. Weil sie selber, also ihre Besitzung, sie selber haben ja im Grunde keine Besitzung. Ne? Als Jesuit lege ich ja erstens das Gelübde der Armut ab und habe keinen eigenen Besitztum. Alles, was ich an Besitztum habe, vermache ich in dem Moment meiner Organisation, der Gesellschaft Jesu. Und deswegen steht ja dann nochmal, selbst wenn sie noch irgendwas hätten an Eigentümern, dann brauchen sie da nichts für bezahlen, aber eben auch von den Kollegien der Güter oder den Besitzungen des Kollegiums. Das heißt, alles, was der Gesellschaft Jesu gehört, ist, wie wir weiterlesen werden, hier komplett abgaben- und steuerfrei. Sie sollen nicht verpflichtet sein, von ihren oder vielmehr von ihren Kollegien, Gütern und Besitzungen, welchen Namen sie auch haben mögen, den Zehnten, selbst den Päpstlichen nicht ausgenommen oder überhaupt irgendeine Gebührenabgabe zu entrichten. Also vollständige Freiheit von Abgaben, Gebühren und Steuern. Für alle Besitztümer der Gesellschaft Jesu. 15. Die Schenkung aller Häuser, Kirchen und Kollegien, so ihnen von Fürsten, Grafen und so weiter erbaut, gestiftet oder erbschaftlich überlassen werden, soll von dem Augenblick der Übergabe an, als vom Papste bestätigt, erachtet sein, ohne dass eine besondere Bestätigungsurkunde auszufertigen nötig wäre. Nun, warum ist das wichtig, dass so etwas hier in den Statuten aufgenommen wird? Die Jesuiten sind ja Meister der Beichte. Und die wichtigste Beiche nimmt man ja den Leuten dann ab, in dem Augenblick, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Dann kommt der Priester reingelaufen und sagt von so, hast du nicht noch irgendwas zu beichten? Muss ich dir nicht noch irgendwo Absolution erteilen? Wenn du in den Himmel willst, dann solltest du jetzt alle deine Güter der Kirche überschreiben. Und das sauge ich mir nicht aus den Fingern. Nein, das steht so im römisch-kanonischen Recht. Also wo das jetzt so im Recht steht, weiß ich nicht, aber so ist das halt in der römisch-katholischen Kirche. Und man kann das unter anderem nachlesen in dem Buch Die Frau und das Tier von Dave Hunter, hatte ich euch schon erzählt von dem Buch, dass ihr das mal lesen solltet. Da kommt das unter anderem drin vor. Und ich habe übrigens letzte Woche ein sehr interessantes Video gesehen über die römisch-katholische Kirche. Eins der wenigen, was ich dann auch mal jemandem empfehlen kann, sich anzuschauen. Ich werde mal sehen, ob ich daran denke, den Link hier mit in das Video einzubauen, dass ihr das sehen könnt. Und da kam ein Buch drin vor, mal eben schauen hier, ich muss mal eben in meine E-Mails gehen, dann kann ich das mal eben anschauen bei Amazon, das habe ich nämlich jetzt bestellt, das möchte ich euch mal eben zeigen hier. Das ist hier eine Amazon-Bestellung, die ich gemacht habe. Und das Buch heißt Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündung. Von Karl-Heinz Wegner, Josef Neuner, Heinrich Roos und Karl Rahner. Ja, das Buch habe ich jetzt bestellt, für noch keine 9 Euro, geliefert ans Haus. Kommt in den nächsten Tagen noch. Und da wollte ich jetzt nur mal eben dazu sagen, das Buch habe ich also
kennengelernt, sage ich jetzt mal, in diesem Video, weil da halt ständig Bemerkungen draus gemacht wurden, was in, im römischen Recht steht, das sich hauptsächlich basiert, denke ich mal, auf die Beschlüsse des Konzils von Trient. So klang das für mich. Und dieses Buch habe ich mir dann bestellt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und genau da stehen solche ganzen Dinge drin, wie man zum Beispiel in der Kirche gelehrt bekommt, was die Eucharistie oder Eucharistie ist, was die Messe ist, was Transsubstantiation ist. Da geht es um Reliquien, da geht es um Bilderanbetung, also Idolanbetung, um all diesen ganzen Kram. Deswegen habe ich mir das Buch bestellt. Sehr interessant, sich mal anzuschauen, nehme ich an. Deswegen habe ich es mir bestellt, weil ich es mir anschauen will. Und da kommen natürlich dann auch wahrscheinlich solche Dinge hier drin vor. Nach dem Motto, jede Schenkung aller Häuser, Kirchen und Kollegien, also alles, was die Jesuiten geschenkt bekommen, wenn wir also jetzt davon ausgehen, die Jesuiten als die Beichtväter, doch in der Zeit zumindest, unter anderem habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, von zum Beispiel Louis XIV., dem Sonnenkönig von Frankreich, La Chaise war da ja der Beichtvater von, dass wenn die Leute dann gestorben sind, dass die denen die letzte Ölung gebracht haben und dass sie nur dann von ihren Sünden freigesprochen haben und ihnen den Himmel erlaubt haben zu betreten, mehr oder weniger, wenn sie eben alle Dinge dem Jesuiten in dem Augenblick überschrieben haben. Deswegen steht hier halt drin, wenn sie die Schenkungen von Häuser, Kirchen und Kollegien, so ihnen von Fürsten, Grafen und so weiter, also auch Prinzen und Königen, erbaut, gestiftet oder erbschaftlich überlassen werden, also das ist, wenn ich als Beichtvater von einem Prinzen, König, an dem sein Sterbebett kommen, ihm die letzte Ölung gebe und er sagt, das und das und das vermache ich alles deinem Orden, dann, ohne päpstliche Bestätigung, ist das an den Orden übergeben, ohne dass dafür eine Bestätigungsurkunde auszufertigen nötig wäre. Das heißt, dieser Reichtum des Ordens ist unermesslich, genau wie der Reichtum der römisch-katholischen Kirche unermesslich ist. Ja? Selbst wenn man sagt, alles, was die Jesuiten in ihrem Orden einnehmen, das müssen sie an der römisch-katholischen Kirche abgeben, das ist nun nicht in dem Fall genau so, da gehe ich jetzt mal von aus, aber die beiden sind ja sowieso irgendwo eins, also deswegen ist die römisch-katholische Kirche schon mal so unglaublich reich, weil die das über die Jahrhunderte gemacht hat. Und hier wird jetzt den Jesuiten sogar die Macht gegeben oder die Vollmacht gegeben, lass uns sagen, dass alles, was ihnen erbschaftlich überlassen wird, alles, was für sie erbaut, alles, was für den Orden gestiftet wird, dass das komplett ihr Eigentum wäre, selbst ohne eine besondere Bestätigungsurkunde. Ja? Also, der einzelne Jesuit, der hat vielleicht keine Reichtümer, aber seine Gesellschaft ist wohl mit Annahme die reichste der Welt, mehr oder weniger, und kann von daher alles bezahlen. In Punkt 16 lesen wir dann, alle ihre Kirchen und Begräbnisplätze sind von den Diözesanbischöfen sofort ohne irgendeine Weigerung zu weihen. Sollte aber ein solcher Bischof über 4 Monate damit zögern, so kann man diese Handlung durch den nächsten besten anderen Prälaten verrichten lassen. Zugleich wird allen Erzbischöfen, Bischöfen, Prälaten und Ordinariaten sowie überhaupt allen geistlichen und weltlichen Gewalten aufs Ernstlichste verboten, die Gesellschaft Jesu in der Erbauung und Besitzung solcher Gebäude und Besitztümer zu hindern und zu stören. Ich muss eigentlich überall eine Erklärung zu geben, ne? Das ist aber ziemlich deutlich. Punkt 17. Der General und mit seiner Bewilligung die Provinziale nebst ihren Vikarien haben das Recht, alle und jede, und wenn sie gleich im Ehebruch und in der Blutschande erzeugt worden wäre, sowie auch alle und jede, die mit irgendeinem Verbrechen behaftet sind, nur allein vorsätzliche Mörder, Bigamos, also in Doppelehe lebende, ja, Bigamie,
und am Leibe Zerstümmelte ausgenommen, in den Orden aufzunehmen, sie zu Priestern zu weihen und zu allen Verrichtungen und Diensten der Gesellschaft zu gebrauchen. Okay. Der General und mit seiner Bewilligung die Provinziale, also nicht nur er, sondern auch die Provinziale, nebst ihren Vikarien, die auch noch, also in der Hierarchie noch weiter runter, haben das Recht, alle und jede, und wenn sie gleich im Ehebruch und in der Blutschande erzeugt worden wäre, sowie auch alle und jede, die mit irgendeinem Verbrechen behaftet sind, nur allein vorsätzliche Mörder, Bigamus und am Leibe Verstümmelte ausgenommen, in den Orden aufzunehmen, sie zu Priestern zu weihen und zu allen Verrichtungen und Diensten der Gesellschaft zu gebrauchen. Also damit wissen wir zum Beispiel, dass zwischen Anführungsstrichen Mormonen zum Beispiel auch damit rein dürfen. Ne? Nein, die dürfen da nicht mit rein. Bigamus, also Bigamisten, die dürfen da nicht mit rein. Vorsätzliche Mörder, Bigamus und am Leibe Zerstümmelte, also heutzutage würden wir wohl sagen Behinderte wahrscheinlich, ne? Die dürfen nicht in den Orden mit aufgenommen werden. Und sonst alle, auch wenn sie in der Blutschande gezeugt wären und so weiter und so weiter. Wer im Jahre einmal eine gewisse vom General bestimmte Kirche oder einen anderen Heiligen der Gesellschaft angehörigen Ort an einem gewissen, ebenfalls vom General zu bestimmenden Tage andächtig besucht, hat sich eines vollkommenen Erlasses aller seiner Sünden, gerade wie zur Zeit eines Jubiläums in Rom, zu erfreuen. Wer dies aber an einem anderen Tage tut, der erhält Ablass auf 7 Jahre und 7 Quadragenen, das ist 7 mal 40 Bußtage. 19. Der General ist ermächtigt, diejenigen aus der Gesellschaft, welche er dazu für tauglich erachtet, an jede beliebige Universität zu senden, um in der Theologie und anderen Wissenschaften Vorlesungen zu halten, ohne sich vorher die Erlaubnis hierzu von irgendwem geben lassen zu müssen. Das war ein mehr als unerhörter Eingriff in die Rechte der Universitäten und die Jesuiten wurden darüber auch in die bittersten Kämpfe verwickelt. Naja, die können natürlich hier erlassen, was sie wollen, aber die Universitäten müssen ja erstmal von ihnen dermaßen infiltriert werden, dass sie diese Dinge natürlich auch durchsetzen können. Und da hat es wahrscheinlich wohl einige Kämpfe gegeben. Aber mit anderen Worten heißt das hier ja nichts anderes, als dass jede beliebige Universität sowohl die Plätze in dem Lehrstuhl der Theologie als auch in anderen Wissenschaften, dass da nur Menschen oder dass da Menschen Vorlesungen halten können, die vom Orden der Jesuiten ausgewählt und damit eingesetzt sind. Und das ist das, was natürlich, wir sprechen hier ja, entschuldige, vergesst das nicht, ja, das ist 1543, diese Bulle. Das ist vor knapp 500 Jahren inzwischen, ne? 470 Jahre oder sowas ist das her. In der Zwischenzeit sind natürlich diese Universitäten alle mehr oder weniger von den Jesuiten total abhängig. Ja? Damals waren das Vorschriften, die hier gemacht wurden, die waren wichtig und wie der Autor hier sagt, das war ein mehr als unerhörter Eingriff in die Rechte der Universitäten und die Jesuiten wurden darüber auch in die bittersten Kämpfe verwickelt. Ja, in die bittersten Kämpfe wurden sie verwickelt, zu der Zeit noch, aber einmal diese Kämpfe beigelegt waren, einmal die Jesuiten die Oberhand gewonnen hatten, gaben sie sie nicht mehr ab. Und das ist der Grund und auch hiermit wieder ein deutlicher Beweis, dass unser ganzes Ausbildungssystem, hier ganz deutlich nachzulesen auf Universitätsebene, komplett von Jesuiten kontrolliert ist. Da müsst ihr mir nicht sagen von Jammerjörg, das ist Verschwörungstheorie. Nein, das steht hier in den Konstitutionen der Jesuiten selber darin. Das war zwar, wie der Autor sagt, ein unerhörter Eingriff in die Rechte der Universitäten und die Jesuiten wurden darüber auch in die erbittersten Kämpfe verwickelt, aber am Endeffekt hat wer denn gesiegt? Irgendwelche freien Universitäten oder die Jesuiten? Ja? Diejenigen, in Punkt 20 fahren wir dann fort, welche sich als Missionäre in den Ländern der Ungläubigen aufhalten, haben das Recht, auch von solchen Sündern und Verbrechen loszusprechen, die sich der päpstliche Stuhl in der Nachtmahlsbulle in Coena Domini, so heißt sie, weil sie mit diesen Worten beginnt, vorbehalten hat
und über dem steht es ihnen zu, alle bischöflichen Verrichtungen daselbst so lange vorzunehmen, bis der Papst einen wirklichen Bischof eingesetzt hat. In Punkt 21 lesen wir: Der General ist ermächtigt, so viele Koadjutatoren in den Orden aufzunehmen, dass ihm gut deucht. Also dünkt, würden wir wohl heute sagen. Auch kann er die Erlaubnis dazu geben, dass die Ablegung des vierten Gelübdes, also die Aufnahme unter die Professen, außerhalb Rom vorgenommen werde. Punkt 22. Schließlich wird allen geistlichen und weltlichen Gewalten, welchen Rahmen sie auch haben mögen, anbefohlen, sich wohl in Acht zu nehmen, dass sie die Gesellschaft Jesu in Ausübung obiger Privilegien und Freiheiten nicht hindern, belästigen und stören, und zwar bei der Strafe des großen Bannes, so wie im Falle der Not mit Zuziehung weltlicher Exekution. Also man muss wirklich solche Dinge bis zum letzten Punkt durchlesen, um die ganze Tragweite einer solchen Bulle, in diesem Fall in Junctum Dominis, zu verstehen. Schließlich wird allen geistlichen und weltlichen Gewalten, also wir sprechen hier über den silbernen Schlüssel und den goldenen Schlüssel, den der Papst vermeintlich hat, ja, die weltliche Macht und die geistliche Macht, allen geistlichen und weltlichen Gewalten, welchen Rahmen sie auch haben mögen, allen wird befohlen, das an kann man weglassen, ja, weil es wird ja unter Strafe gesetzt. Wenn ich etwas unter Strafe versetze, dann anbefehle ich es ja nicht, dann rate ich es nicht an, sondern dann befehle ich. Weil ich sage, entweder du tust das oder du kriegst die Strafe. Unter Anbefehlen verstehe ich persönlich was anderes. Also lassen wir das Wort an mal weg. Ihnen wird befohlen, sich wohl in Acht zu nehmen, dass sie die Gesellschaft Jesu in Ausübung obiger Privilegien und Freiheiten nicht hindern, dass sie die Gesellschaft Jesu in Ausübung obiger Privilegien und Freiheiten nicht belästigen oder stören, und zwar bei Strafe des großen Bannes. Was ist denn der große Bann? Das ist die Exkommunikation. So, wenn ich ein römischer Katholik bin und ich werde exkommuniziert, dann habe ich ein ganz großes Problem, weil dann komme ich ja nicht in den Himmel. Exkommunikation heißt ja, ich bin freiwillig. Das ist ja das, was Luther passiert ist. 1520 wurde er exkommuniziert, bis 1545 hat er unter der Exkommunikation gelebt, er war aber in der Zeit freiwillig. Jeder, der wollte, hätte ihn umbringen können. Ja? Deswegen hat er sein ganzes Leben mehr oder weniger beschützt verbringen müssen in der Zeit. Der große Bann ist die Exkommunikation. Ich kann nicht teilhaben an der Eucharistie in der Messe, ich kann nicht teilhaben an der Transsubstantiation, ich kann nicht heiraten, ich kriege kein kirchliches Begräbnis. Ja? All diese ganzen, zwischen Anführungszeichen, Vorteile der Sakramente sind für mich gestrichen, wenn ich exkommuniziert bin. Und genau das wird den Leuten hier angedroht, wenn sie, wie wir jetzt gerade hier lesen, wenn sie der Gesellschaft Jesu in Ausübung obiger Privilegien und Freiheiten, wenn sie die Gesellschaft darin hindern, wenn sie sie darin belästigen und stören, so wie im Falle der Not mit Zitium weltlicher Exekution. Mit anderen Worten, wenn alle Mittel nicht helfen, wenn alle Stricke reißen, dann können wir dich immer noch weltlich exekutieren. Mit anderen Worten, dann wird über dich in diesem Fall die Todesstrafe verhängt. Ist das noch Anbefehlen oder ist das Befehlen? Was denkt ihr denn? Ja? Wie erklärt ihr euch das hier? Meines Erachtens ist das ganz deutlich ein Befehl. Ich lese es nochmal. Das ist schließlich der 22. Punkt. Der letzte Punkt dieser Bulle in Junctum Nobis und nicht der unwichtigste. Schließlich wird allen geistlichen und weltlichen Gewalten, also das heißt der Regierung, unter der wir leben, die städtische Regierung, der Bürgermeister, die ländliche Regierung, die
der Landtag, ja, in welchem Land man sich jetzt auch befindet, hier in Belgien haben wir ja Provinzen, also zum Beispiel die Provinzregierung oder die Gewestregierung, wie das hier auch heißt, ja, also die ganzen in Deutschland Länderregierungen, die Landtage, die Regierungen der Landtage zum Beispiel, die Bundesregierung, das ist die weltliche Gewalt, alle geistliche Gewalt, das ist angefangen vom Priester hoch bis zum Kardinal und sogar Papst natürlich. Allen geistlichen und weltlichen Gewalten, welchen Namen sie auch haben mögen, das heißt, der Papst ist eine geistliche Gewalt, es geht hier also selbst um den Papst. Wenn der Papst sich hier vergreifen würde und sagen würde, ich lege der Gesellschaft Jesu Steine in den Weg, also ich behindere sie an der Ausübung obiger Privilegien, die wir in den 21 Punkten besprochen haben, ich gebe ihnen nicht die Freiheit, die sie brauchen, um diese auszuführen, ich belästige und störe den Orden, dann werde ich exkommuniziert und im Falle der Not, also wenn alle Stricke reißen, mit Zuziehung weltlicher Exekution, dann wird sogar die Todesstrafe ausgeführt werden über die Person, die hindert. Und das schließt den Papst mit ein. Allen geistlichen Gewalten. Der Papst ist eine geistliche Gewalt, also schließt es den Papst mit ein. Das ist wieder einmal, wie in dem anderen Punkt, den wir bereits gelesen hatten, ein absoluter Freibrief für den General und die Gesellschaft Jesu, um auch über die ganze Hierarchie der römisch-katholischen Kirche zu herrschen. Man darf ihre Arbeit, ihre Ausübung, ihrer Privilegien, man darf die nicht hindern, man darf sie nicht belästigen und man darf sie nicht stören. Und wenn die Exkommunikation nicht ausreicht, das heißt, wenn einer jetzt sagt, exkommuniziere mich mal, mich können die tausendmal exkommunizieren, das finde ich, da finde ich überhaupt nichts dran, da habe ich kein Problem mit, dann kann man die Leute eben auch umbringen. Das steht hier ganz deutlich drin. Und das ist eine päpstliche Bulle. So, und da eine päpstliche Bulle, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, das höchste offizielle Papier ist, der höchste offizielle Befehl ist, den der Papst erteilen kann, die normalerweise nicht zurückgenommen werden können, schon gar nicht in dem Fall, dass der Papst ab 1870 ja unfehlbar ist, ex cathedra spricht, wenn er ex cathedra spricht, das ist in dem Fall einer Bulle so, dann kann man die nicht zurücknehmen, dann ist das auch heute immer noch gültig, ob euch das jetzt gefällt oder nicht. So, und dann möchte ich euch doch mal eben fragen, von was glaubt ihr denn ist schlimmer? Das muslimische Scharia-Gesetz, vor dem jeder Angst hat, weil jetzt die ganzen sogenannten Flüchtlinge kommen, die nichts anderes sind als eine feindliche Armee, die die Länder, die sie infiltrieren, im Lauf der Zeit durch eben ihre Infiltration und durch ihre Vermengung, Vergrößerung übernehmen werden. Nicht heute und nicht morgen, nicht in 5, nicht in 10, aber in 15 oder 20 Jahren wird es wohl eher so sein, wie schnell das auch immer geht. Ist dieses Scharia-Law, dieses islamische Gesetz, so fürchtenswürdig? Oder sind eher die römisch-katholischen Gesetze fürchtungswürdiger? Also ich persönlich sehe zwischen den beiden so gut wie keinen Unterschied. Und das ist wiederum ein Beweis dafür, dass die römisch-katholische Kirche den Islam gegründet hat. Genau wie es Alberto Rivera in seinem Buch unter anderem in den Propheten Nummer 6 von Chick Publications damals beschrieben hat. Ja? Wo er von Kardinal Bea in die Archive des Vatikan geleitet wurde, zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, um sich bekannt zu machen mit der Geschichte der Infiltration der römisch-katholischen Kirche, weil genau dafür wurde er ausgebildet. Im Namen der römisch-katholischen Kirche als Jesuit andere Kirchen zu infiltrieren und von innen heraus zu zerstören. Der Autor fährt hier jetzt fort. Das ist der große Freiheitsbrief der Jesuiten. Ihre Magna Carta, wie ich ihn oben nannte. Und mit ihm versehen war es kein Wunder, dass sie bald eine ungeheure Macht erlangten, und die haben sie bis heute. Die ganze Welt lag ja offen vor ihnen,
und all ihrem Tun und Treiben, selbst dem gewalttätigsten und ungerechtesten, durfte auf Befehl des obersten Beherrschers der Kirche keinerlei Zügel angelegt werden. Antichrist Papst Paul III., der große Begünstiger der Gesellschaft Jesu, starb noch in demselben Jahre, da er die Magna Carta, Bulle, verkündete. Allein sein Nachfolger Julius III., der frühere Kardinal Johann Maria Del Monte, welcher auf dem Konzil zu Trident als päpstlicher Legat funktioniert und daselbst den Nutzen der Jesuiten gar wohl kennengelernt hatte, trat in seine Fußstapfen und bestätigte dem Orden sofort alle seine Gerechtsame. Also Gerechtigkeit würden wir wohl heute eher sagen als dieses Wort Gerechtsame hier, ne? Auch genehmigte er die Errichtung eines neuen großen Kollegiums zu Rom sowie eines neuen Professhauses, zu welchen beiden Gebäuden der frühere Herzog von Gandia, der jetzige Pater Borgia, 10.000 Dukaten hergab und edierte sogar, also beschloss, obwohl erst nach langem Andrängen des Loyola, am 22. Oktober 1552 eine Bulle, in welcher die Rechte der Jesuiten noch vermehrt wurden. Was ist denn das für eine Bulle? Ich weiß nicht, ob ich das in eurer Lesung hier mal geguckt habe oder in welcher Lesung das war. Ich habe mir hier letztens eine Bulle in ein Papier rausgesucht aus dem Internet. Da geht es über die päpstlichen Bullen. Und da lesen wir hier natürlich unter anderem in 1540 die Bulle Regimini Militantes Ecclesia. Seht ihr hier? Ja? To the Government of the Church Militant, also zu der Regierung der militanten Kirche. Dass die Gesellschaft Jesu zugelassen und bestätigt hat, 1540, da haben wir oft drüber gesprochen, dann 14. März 1543 in Junctum Nobis, wo wir jetzt gerade eben von gesprochen hatten, die Bulle von Papst Paul III., und dann haben wir hier in 1550, er schreibt hier 1552, also das wird wohl diese sein, Exposit Debitum, The Duty Demands, also die Aufgabe fordert. Second and Final Approval of the Society of Jesus. Ja, also hier ist das datiert auf den 21. Juli 1550 und hier in dem Buch spricht er vom 22. Oktober 1552. Kann natürlich auch ein Unterschied sein zwischen dem Augenblick, wo sie entworfen wurde und wo sie dann tatsächlich gepubliziert oder bekannt gemacht wurde. Obwohl erst nach langem Andrängen des Loyola am 22. Oktober 1552 eine Bulle, in welcher die Rechte der Jesuiten noch vermehrt wurden und vor allen Dingen, wie wir gerade eben hier auf diesem Dokument gelesen haben, bestätigt wurden. Ja? Zweite und finale Bestätigung, also letztmäßige Bestätigung der Gesellschaft Jesu. Okay? Worin bestand aber diese Vermehrung? Ja, was stand jetzt in dieser Note, in dieser Bulle drin? In nichts anderem als der weittragenden Verordnung, Zitat, dass die in den Jesuitenkollegien Studierenden, wenn die Rektoren der Universität, an welcher sich das Kolleg befand, sich weigern sollten, sie zu Doktoren der Philosophie und Theologie zu promovieren, von dem General und in dessen Vollmacht von einem jeden Provinzial- oder Kollegienrektor mit Zuziehung dreier Doktoren promoviert werden könnten und dass sie auf solche Art Graduierten ganz dieselben Rechte, Würden, Vorzüge und Freiheiten haben sollten, wie die auf der Universität selbst promovierten. Also mit anderen Worten, wenn du zu dämlich bist, dein normales Studium da durchzuziehen und zu beenden, dann bekommst du die Doktorwürden aufgrund dessen, dass du Mitglied der Gesellschaft Jesu bist und deine Rechte, Würden und Vorzüge und Freiheiten sind dieselben wie von demjenigen, der auf der Universität selbst promovierte. Ohnehin aber, fährt der Autor fort,
So hieß es ferner in der Bulle, gehöre dieses Vorrecht denjenigen Kollegien, welche sich an Orten befinden, wo keine Universitäten seien, und man habe also um den höchsten Grad der Auszeichnung in den philosophischen und theologischen Wissenschaften zu bekommen, durchaus nicht nötig, eine Universität zu beziehen, sondern könne dies alles ebenso gut auf einem Jesuitenkollegium besorgen. Ende Zitat. Das war also eine fast gänzliche Gleichstellung der Jesuitenkollegien und ihrer Rektoren mit den Universitäten und Universitätsrektoren, und doch dozierten auf den Hochschulen nur universell gebildete Lehrer, während an den Jesuitenkollegien, wie sich von selbst versteht, die sämtlichen Lehrstühle nur von solchen besetzt waren, die selbst wieder ganz alleinig auf Jesuitenkollegien ihre Ausbildung und geistige Richtung erhalten hatten. Die Letzteren konnten also unmöglich auch nur annähernd das leisten, was die Ersteren boten. Und dies musste Antichrist Julius III. Dies wusste Julius III. Natürlich nur zu gut. Allein, was ist den Päpsten je an der Wissenschaft gelegen gewesen? Die Hauptsache war, dass die Jesuiten ihren großen Zweck, den Jugendunterricht in den katholischen Staaten womöglich allein in die Hände zu bekommen, erreichten, und diesen Zwecke kamen sie, wie man sich wohl denken kann, durch jene Bulle ein gutes Stück näher. Ich finde das ein faszinierendes Buch. Wir haben noch so viele Seiten zu lesen, aber ich bin jetzt schon unglaublich froh, dass ich beschlossen habe, das Buch von Theodor Griesinger zu lesen. Wir müssen uns doch mal überlegen. Wir denken uns, ich bin ja selber auch ein Elternteil. Ich habe ja auch einen Sohn, der nicht studiert hat, aber hätte ja können. Und viele Eltern sagen sich ja, ich will für mein Kind die bestmögliche Ausbildung. Und die bestmögliche Ausbildung kriegt man nur in jesuitengeleiteten Institutionen, Schulen, Universitäten und so weiter. Weil die eben alle von den Jesuiten, wie wir hier gesehen haben, übernommen sind. Ja? Und das ist eben genau das, was sie bezweckt hatten, was ich damals in Herrscher des Bösen vorgelesen hatte, mit Medici-Learning, mit Lernen gegen das Lernen. Erinnert ihr euch noch? Hier auf meinem Kanal zeige ich es euch mal eben. Hier ist die Spielliste Herrscher des Bösen. Das ist auf meinem zweiten Kanal, wo ich die jetzt neu eingerichtet habe. Ich habe gerade noch mal 3 Videos hochgeladen. Da müssen noch 9 folgen. Und da haben wir hier gelernt in dem zweiten Teil Herrscher des Bösen, Medici-Lernmethode, Gnostizismus gegen Bibellehre. Das ist genau das, was sie hiermit bewerkstelligen. Das ist genau das, was mit dieser Bulle hier bewerkstelligt wird. Durch diese Bulle wird die Macht der normalen Universitäten ausgehebelt und wird alles den Jesuiten unterstellt. Und wenn man da was gegen hat, was passiert denn dann? Da müssen wir mal eben zurückgehen. Da steht dann in Punkt 22, so wie im Falle der Not mit Zuziehung weltlicher Exekution. Dann kann man also sein Leben verlieren. Dann kann man umgebracht werden. Wenn man sich diesem Willen der Jesuiten, sage ich jetzt mal, diesen Werken der Jesuiten entgegenstellt, dann wird man exkommuniziert, und reicht das nicht, wird man exekutiert. Natürlich kamen die Jesuiten dann hier, den Jugendunterricht in den katholischen Staaten möglichst allein in ihre Hände zu bekommen, diesen Zweck ein gutes Stück näher. Nicht nur ein gutes Stück näher, wenn sie das erstmal durchgesetzt haben, nachdem sie es vorher schriftlich festgelegt haben, dass das zwischen Anführungsstrichen rechtens ist, na, wer bestimmt denn bitte schon, was recht ist? Gott. Aber in der römisch-katholischen Kirche ist der Papst Gott. Der bestimmt, was rechtens ist, nicht der Schöpfergott der Bibel, nicht unser Vater im Himmel, nicht Jesus Christus. Nein, 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 nicht in der römisch-katholischen Kirche. Die lehren einen anderen Jesus. Ich meine, es ist doch wohl deutlich, wenn man das hier liest. Ich meine, wie viele Beweise braucht ihr denn noch, dass Katholizismus kein Christentum ist, sondern genau das Gegenteil ist davon?
Machen wir eben das Bild hier nochmal verändern. Ab und zu mal ein neues Bild nehmen. Ne? Die sämtlichen Unterrichtsanstalten der Jesuiten nämlich, also die Kollegien, in welchen Philosophie und Theologie, das eine überlegene Studie war, Studia Superiora, und die Seminarien und Konvikte, in welchen lateinische Grammatik und Rhetorik als Vorbereitungswissenschaften, also Studia Inferiora, das sind vorbereitende Studien, von daher sind sie untergeordnet, doziert wurden, vermehrten sich nunmehr in ungemein rascher Weise, indem jeder eifrige Katholik sich beeilte, durch einen milden Beitrag zu ihrer Errichtung sich den Himmel zu erwerben. Und es gab bald kein Land oder vielmehr keine Provinz in der katholischen Welt mehr, wo sich nicht einige Mitglieder der Gesellschaft Jesu als Lehrer eingenistet gehabt hätten. Welche Tendenz aber diese Anstalten befolgten, das sieht man am deutlichsten aus dem Collegium Germanicum. Das ist aus dem deutschen Kolleg, welches Ignatius von Loyola selbst gleich nach dem Regierungsantritt des Papstes Julius III. In der Stadt Rom gründete. Ein eigentümlicher Rahmen, wird der Leser sagen. Ein deutsches Kollegium in der Hauptstadt Welschlands? Was soll denn das bedeuten? Ich hatte letztens einen Kommentar auf einen dieser Lesungen gesehen, wo mir der sagte von, nee, Jörg, Welschland, das ist, was heute die Schweiz ist. Also hier sagt der Autor etwas ganz deutlich anderes. Der Hauptstadt Welschlands, wenn wir sprechen über Rom, dann ist Welschland Italien, ne? Und wie ich aus einer anderen Lesung hier in diesem Buch verstanden hatte, Italien, Spanien, Portugal, diese ganzen südlichen katholisch besetzten Länder werden als Welschland genannt. Also nicht nur irgendwo da der Süden der Schweiz oder was. Also von daher sollte die Person, die das kommentiert hat, vielleicht ihren Kommentar zurückziehen oder anpassen. Ja? Ich glaube hier doch mehr dem Autor als einer Person, die ich nicht kenne. Ich kenne den Autor auch nicht, aber der weiß, wovon er spricht hier. Ein eigentümlicher Rahmen, ein deutsches Kollegium in der Hauptstadt Welschlands? Was soll denn das bedeuten? Nun, wir werden es sogleich sehen. Schon vor der Gründung des Jesuitenordens fehlte es in Rom nicht an Unterrichtsanstalten, oder vielmehr ihre Anzahl war förmlich Legion. Dies hielt aber, wie wir schon weiter oben berichtet haben, die Gesellschaft Jesu nicht ab, ebenfalls ein Kollegium zu errichten, und zwar ein wirklich prachtvolles, obwohl was die innere Einrichtung als das äußere Ansehen betrifft. Man nannte es Collegium Romanum, und es wirkten in ihm die besten Lehrkräfte, die Loyola aussuchen konnte. Der Räumlichkeiten aber bot es so viele, dass es jeglicher Anforderung genügen konnte. Und trotz allem ein neues Kolleg? Gewiss. Und das zwar aus sehr triftigen Gründen. Das Collegium Romanum war zunächst für Römer, im weiteren Sinne für Italiener überhaupt errichtet. Und da man sich in ihm nur der italienischen Sprache bediente, so konnte natürlich niemand eintreten, der sich dieser Sprache nicht vollkommen mächtig fühlte. Nun nahm aber in Deutschland die Ketzerei mehr und mehr Überhand. Ja, weil aus Deutschland kam ja die Reformation in dem Augenblick. Deutschland ist nicht der Ursprung der Reformation, das habe ich nie gesagt, das werde ich auch nie sagen. Der Ursprung der Reformation liegt bereits in der wahren christlichen Kirche, die sich nicht von Rom hat fangen lassen, sondern im Untergrund 1260 Jahre weitergearbeitet hat. Unter den Namen Albigenser und Waldenser und Lollarden und Hussiten und wie die ganzen bibeltreuen Völker hießen, und ist dann zum Ausbruch gekommen durch John Wycliffe, der Morgenstern der Reformation genannt wird, und William Tyndale, der dafür gesorgt hat, dass ein Jahr nach seinem Tod Heinrich der VIII. In England überall in den Kirchen die englische Bibel hat auslegen lassen. Da kann man über Heinrich den VIII. Denken, was man will. Aber er hat dafür gesorgt, in seiner Rebellion gegen die römisch-katholische Kirche, gegen den Papst hauptsächlich,
dass die Bibel in seiner Kirche ausgelegt wird, und zwar in der Sprache des gemeinen Volkes. Das heißt nicht, dass Heinrich VIII. Ein hundertprozentiger Protestant geworden ist, ein hundertprozentiger Bibelgläubiger geworden ist. Nein, aber er hatte seinen Kampf mit dem Papst, genau wie ein paar Jahrhundert später Bismarck das auch hatte mit seinem Kulturkampf. Kann man ungefähr vergleichen. Ja? Nun aber nahm in Deutschland die Ketzerei mehr und mehr überhand. Das heißt, der Protestantismus hat mehr und mehr Platz eingenommen in Deutschland. Das hat sich ausgebreitet aus dem, was wir heute als Osten Deutschlands bezeichnen, was ja eigentlich Mitteldeutschland ist, die Gegend, wo Martin Luther herkam, und hat sich von da ausgebreitet über Böhmen und Mähren, Bohemien, wie man das auch nennt, und über Ungarn und Rumänien und Polen und Schweiz und Frankreich, vor allen Dingen auch in die skandinavischen Länder, Dänemark, Schweden und Norwegen. Finnland gab es damals noch nicht. Und in all diesen Ländern wurde damals der Protestantismus unglaublich erfolgreich. Und das ist das, worauf sich der Autor hier bezieht. Nun nahm aber in Deutschland die Ketzerei mehr und mehr überhand. Und mit jedem Tage verlor die römische Kirche da selbst von ihrem Grund und Boden. Es mussten also Sendboten nach Deutschland geschickt werden, welche die Ketzerei bekämpften. Und zwar selbstverständlich Sendboten, welche mit den Deutschen Deutsch zu reden vermochten. Woher sollte aber Loyola diese nehmen? Bei weitem die meisten seiner bisherigen Schüler und Anhänger gehörten den spanisch, italienisch, französisch redenden Nationalitäten an und Deutsch verstanden nur sehr wenige, kaum der eine oder andere. Also gerade das Land, das die Anwesenheit der Jesuiten am nötigsten hatte, aus ihrer Sicht heraus, das Land, in welchem der weiteste Wirkungskreis vorlag, und welches, wenn man nicht so schnell als möglich dazu tat, dem römischen Stuhle ganz verloren gehen müsste, dieses Land konnte Loyola kaum notdürftig beschicken, weil es ihm an den nötigen Kräften fehlte. Hier musste um jeden Preis geholfen werden, und es ward geholfen, durch das Collegium Germanicum. Loyola gab nämlich denjenigen Mitgliedern der Sozietät, welche in Deutschland wirkten, also dem Bobadilla, Lejean und so weiter, den Befehl, ihm von den Jünglingen, die zum Jesuitenorden treten wollten, ein paar Dutzend der fähigsten und eifrigsten nach Rom zu senden. Und zu gleicher Zeit brachte er die zwei reichen Kardinäle Morano und San Cruce dazu, dass sie ihm ein geräumiges Haus zur Verfügung stellten, die Jünglinge darin unterzubringen. Dann stellte er Lehrer an, welche denselben das Italienische beibringen müssten. So wie aber die Herren Studiosi so weit waren, also die Studenten so weit waren, so ging's an die Theologie und, wie sich von selbst versteht, vor allem an die Theologica Polemica nebst der Disputierkunst, also Diskussionskunst über Theologie. Ja? Das Ziel, das er sich vorgesteckt hatte, lag also nunmehr klar zutage. Das Collegium Germanicum sollte eine Pflanzschule werden für solche, welchen es für die Zukunft oblag, sich an die Spitze der in Deutschland für den römischen Glauben Streitenden zu stellen. Mit anderen Worten, die Zöglinge des Kollegs sollten, wenn sie gehörig herangebildet waren, in ihr Vaterland zurückkehren, um dort als Deutschredende das große Wort in den Religionswirren zu führen und das unumschränkte Ansehen des Papstes und seiner Sache wiederherzustellen. Das war der Zweck Loyolas, und diesen Zweck erreichte er auch vollkommen. Papst Julius III. Aber wies, so wie er sich über Loyolas Endziel vergewissert hatte, dem neuen Kolleg große Einkommensteile an, und letzteres gedieh dadurch so schnell, dass es gleich im ersten Jahre 24 deutsche Zöglinge aufnehmen konnte. Von der Thronbesteigung des Johann Peter, was ist das da für ein Z? Das ist ein C, ne?
Ist das Carafa? Ist das ein C? Nee, das ist kein C. Garafa, das muss ein G sein. Auch nicht. Auch kein G. Mensch nochmal, was ist das für ein Buchstabe da? Jetzt habe ich das schon hier. Jetzt halte ich das Buch hier neben den Schirm. Und dann kann ich das noch nicht gut erkennen. Ja, das ist ein G. Nee, das ist kein G. Das ist kein G. Ein G ist doch anders. G ist noch mehr gebogen. Oh, Mensch. Also jetzt könnt ihr wirklich mal langsam mit mir lachen hier. Ich kann den Buchstaben selbst aus diesem Ding hier nicht raussehen. Das ist anders geschrieben. Also für mich ist das... Das ist zwar anders geschrieben als ein G, aber ich würde sagen, ein C ist es auch nicht. Also ist es für mich ein Garaffa. Also nennen wir den halt hier Johann Peter Garaffa, wie auch immer. Ja, den hier. Also ich kann das echt nicht. Ich kann das echt nicht entziffern. Ich habe hier das Ding, aber das G ist hier anders geschrieben. Das C ist aber auch anders geschrieben. Also ich finde hier keinen Buchstaben, der da drauf taggt. Also das K vielleicht. Ne, das K auch nicht, auf gar keinen Fall. Nee. Also, wie gesagt, mit den Namen, vergebt mir. Von der Thronbesteigung des Herrn Johann Peter Garaffa, Kardinals von Theate, der als Papst den Namen Paul des Vierten annahm, hoffte Loyola nichts besonderes Gutes für seinen Orden, denn er setzte voraus, dass derselbe den Theatinerorden vor allen übrigen begünstigen würde. Allein diese Befürchtung erwies sich jedoch so ziemlich grundlos, wenigstens solange Ignatius lebte. Da gehen wir in eine kleine Fußnote, aus der wir lernen, dass kurz nach seinem Tode, 1558, nahm eben dieser Paul IV. Allerdings einen Anlauf, den Jesuiten etwas zu nahe zu treten. der hatte wohl die Bulle nicht gelesen von 1552, ne? Indem er verlangte, dass sie alle die Andachtsübungen, also Chorsingen und so weiter, welche den übrigen Geistlichen und Priestern oblagen, ebenfalls zu verrichten hätte, während sie bisher, damit sie ihren sonstigen vielen Geschäften nachkommen könnten, davon dispensiert, also freigestellt worden waren. Allein er stand bald wieder von diesem Verlangen ab, also hat Abstand genommen davon, und die Söhne Loyolas fuhren nach wie vor fort, ihre Zeit keineswegs mit müßigem Hinbrüten bei Gebet und Gesang zu verlieren. Ein solches Mönchsleben hätte wahrhaftig auch zu ihren Zwecken und Zielen gar wenig gepasst. Soweit die Fußnote am Anfang der Seite, wo wir dann lernen, dass Ignatius Loyola 1558 gestorben war. Also, wenigstens war das so lange grundlos, wie Ignatius lebte, indem Paul IV. Viel zu klug war, ein Institut zu schädigen, das dem römischen Stuhl so viel Nutzen brachte. Im Übrigen war der Orden auch bereits so fest gegliedert, dass man ihm nur schwer beikommen konnte. Und wenn's der Papst gewagt hätte, so würde ihm die Gesellschaft Jesu ohne Zweifel einen so kräftigen Widerstand entgegengesetzt haben, dass er bald wieder eingelenkt wäre. Mit fast unumschränkter Gewalt beherrschte der General von seinem Sitz in Rom aus seine sämtlichen Untertanen, die darauf abgerichtet waren, in ihm den sichtbaren Heiland zu ehren, und alle setzten ihr einziges Verdienst darein, als willenlose Puppen, perende Ackkadaver, von ihm geleitet zu werden. Kadavergehorsam. Er, so schreibt ein in der Geschichte der Jesuiten wohlbewanderter und denselben keineswegs feindseliger berühmter Autor, er setzte alle höheren Beamte ein und ab. Er verfügte über den Rang und die Wirksamkeit der Ordensangehörigen, welche sein Wille aufnehmen und entlassen durfte. Er ordnete an, was ihm für die Wohlfahrt, Zucht und Besserung der Gesellschaft als notwendig oder nützlich erschien. Er handhabte die vom Heiligen Stuhl erhaltenen Privilegien, Rechtsame und Grundsatzungen oder Konstitutionen, welche er ohne weitere Rechenschaft schärfen, mindern, widerrufen konnte. Er berief und leitete die Generalkonvente. Er entschied mit einem Wort über alle Hauptsachen des Vereins. Um die römisch-katholische Kirche mal einen Verein zu nennen, sicher. Hm? Dieser letztere besaß dagegen, etwaigen Missbräuchen der patriarchischen Gewaltfülle zu steuern, in den vier Beisitzern oder
Assistenten, die vom großen Wahlkollegium ernannt wurden, eine Art von Anwälten oder Ministern, welche den General in allen schwierigen Angelegenheiten durch Rat und Tat unterstützten und das Recht hatten, ihn auf diese oder jene Missgriffe aufmerksam zu machen. Da haben wir eben nochmal über eine kleine Fußnote hinweggelesen, die wir jetzt eben nochmal eben uns anschauen werden, wo hier steht, also in den vier Beisitzern oder Assistenten, da steht hier, die vier ersten Jesuiten, welche das Assistentenamt verwalteten, waren Hieronymus Nadal, Johannes de Polanco, González de Zamora und Cristóbal von Madrid. Naja, also hier ist ein G, ganz klar, und das war nicht das von vorhin, aber wie gesagt, den Buchstaben da habe ich echt nicht erkannt. Ist auch wurscht, wenn es um den Namen geht. Such das vielleicht mal selbst raus, wenn das so wichtig ist. Also solche Kleinigkeiten, da werde ich mich so weiterhin nicht mit aufhalten. Interessanter. Das Buch wird von Seite zu Seite interessanter. Ja, sogar bis zu Vorstellungen und Warnungen durften sie sich versteigen. Doch geschah Letzteres durch den Mund des sogenannten Admonitor oder geistlichen Gewissensrates, den sich jeder General wählte. Als erste Beamte des Ordens fungierten die Provinziale oder Kreisvorstände, wie man sie auch nennen könnte. Denn die ganze katholische Welt wurde vom General in verschiedene kleinere oder größere Kreise, also Provinzen, abgeteilt und über jeden derselben setzte er einen Statthalter. Also mit anderen Worten, um euch das ein klein bisschen verständlich zu machen, die Gesellschaft Jesu tut dasselbe, was die römisch-katholische Kirche mit einem ganzen Land tut. Sie teilt das Land in Diözesen ein, in Bistümer und Erzbistümer. Und über die ganzen Erzbistümer steht schlussendlich ein General, das ist Kardinal. Das ist die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Die Jesuiten machen hier genau das Gleiche. Sie haben Kreisvorstände, wie man es nennen könnte, das sind Provinziale. Und sie teilen das ganze Land oder die ganze katholische Welt eben in verschiedene Provinzen ein. Zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika sind unterteilt in 10 verschiedene jesuitische Provinzen. Ja? USA besteht, wie ihr wisst, aus 50 Staaten, oder sind es 51, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ne, 51 war doch Deutschland, ne? 51. Staat war Deutschland. Ne? Offiziell bestehen die halt aus 50 Staaten. Und die Jesuiten haben das unterteilt, und da besteht natürlich eine römisch-katholische Hierarchie über die ganzen Bistümer und Erzbistümer. Und die Jesuiten teilen das in ihre Provinzen ein und die USA zum Beispiel bestehen aus 10 verschiedenen Provinzen. Wenn ihr euch angucken wollt, wie das in Deutschland ist oder anderen, da bin ich sicher, könnt ihr im Internet das nachschauen. Aber das geht mir jetzt in dieser Buchlesung hier zu weit. Es ist halt wichtig, dass wir nur verstehen, dass der General die ganze katholische Welt abteilt in verschiedene Provinzen und über jede Provinz setzt er eben einen Statthalter. Das ist im Grunde genau das Gleiche, wie wir es damals von Rom kennen, zur Zeit Jesu Christi. Da war ja der Pontius Pilatus Statthalter in Jerusalem. Ne? Jedem Provinzial waren wieder 4 Assistenten und ein Admonitor beigegeben. Und er regierte im Kleinen wie der General in Rom im Großen. Nur musste er in allen wichtigeren Angelegenheiten vorher anfragen und war selbst für die geringsten Handlungen verantwortlich. Er hatte das Vorschlagsrecht der sogenannten Prepositi Studiorum, das ist der Aufsichts- und Wirtschaftsbeamten in den Kollegien, und ihm lag es ob, den Stand des ganzen Bezirks, die Häuser, Personen, Einkünfte und so weiter wenigstens einmal jährlich sorgfältig zu untersuchen. Heute nennen wir das alle paar Jahre eine Volkszählung, wisst ihr noch? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, Leute. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Er überwachte in den Kollegien und sonstigen Unterrichtsanstalten den Fleiß der Lehrer und Schüler sowie den Gang des Unterrichts und der Zucht und blieb das ganze Jahr, sofern ihn nicht der General anderswohin versandte, unausgesetzt auf seinem Posten. Unmittelbar unter ihm standen die Superioren, das ist die Vorsteher der Prozesshäuser, die Vorsteher der Professhäuser, in welchen die auf alle 4 Gelübde beeidigten Brüder wohnten, und ihres Amtes war es, deren Zucht
Andacht und Geschäfte zu überwachen. Die ebenfalls unter ihm stehenden Rektoren dagegen, das sind die Vorsteher der Kollegien, waren verpflichtet, die einzelnen Lehrer wie auch die Schüler zu überwachen und wöchentlich einmal eine Hauptprüfung abzuhalten. Kurz, alles war wohlgeordnet, bis auf den geringsten Bediensteten herab, und es gab keinen Staat in der Welt, der eine regelmäßigere oder gar einheitlichere Regierung aufweisen konnte. Was aber der Sache erst das Siegel aufdrückte, das war der immerwährende Briefwechsel, welcher alle Kreise und Provinzen, alle niederen und höheren Beamte teils unter sich, teils mit dem General verknüpfte. Wöchentlich einmal statteten die Rektoren wie die Superioren dem Provinzial Bericht ab. Und dieser, dass ich das immer verschieben muss hier wegen der Größe, und dieser erwiderte jeden Monat darauf dem General selbst oder schrieben sämtliche Provinziale in Europa monatlich einmal und die Rektoren und Superioren alle 3 Monate. Damit begnügte man sich jedoch nicht, sondern es hatten auch die Assistenten der Rektoren und Superioren dem Provinzial alle 14 Tage sowie dem General alle Monate Bericht zu erstatten. Und ebenso lag es den Assistenten der Provinziale dem General jährlich 2-mal über ihren jeweiligen Provinzial versiegelte Briefe zuzusenden. Kurz, es war ein förmliches, gegenseitiges Überwachungssystem oder, wenn man so lieber will, eine gesetzliche, bis ins kleinste Detail gehende Spioniererei, sowohl von oben nach unten als von unten nach oben, und eben hierdurch wurde es keinem Mitgliede möglich gemacht, über die ihm vorgesteckte Grenzlinie des Gehorsams hinauszugehen. Mann, finde ich das einen wichtigen Teil in diesem Buch, aber ich kann das hier leider nicht farblich markieren, das ist schade, aber lassen wir es mal eben hier so stehen. Und das führt uns natürlich auch zurück in den Eid der Jesuiten, den ihr inzwischen mehr als genügend kennen solltet durch meine Lesung. Nicht nur des Eides, sondern auch ständige Erwähnungen in anderen Lesungen, wie unter anderem hier, ja, wo es ja heißt, dir wurde erst gelehrt, ein Spion zu sein. Und zwar ein Spion nicht nur unter denen, wo du hingeschickt wirst, sondern auch ein Spion in den eigenen Reihen. Das steht so im Eid der Jesuiten drin. Ich habe jetzt keine Lust, das hier rauszusuchen, das könnt ihr ja gerne mal machen. Ich habe das ja unter anderem, ich habe ja da 2 Videos drüber gemacht und habe das da bis ins Detail erklärt. Da steht das eben drin. Und das ist genau das, was sie hier mit dieser Organisation machen. Und das ist auch der Grund, weshalb Adolf Hitler gesagt hat, dass er noch niemals eine bessere Hierarchie gesehen hat als die der römisch-katholischen Kirche. Das werdet ihr lernen, wenn ihr die Buchlesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris euch von mir anschaut. Da kommt das noch vor, in einem Punkt, den ich noch zu besprechen habe. Aber lasst uns eben noch den Absatz hier zu Ende bringen. Kurz den Satz nochmal wiederholen. Kurz, es war ein förmliches, gegenseitiges Überwachungssystem oder, wenn man so lieber will, eine gesetzliche bis ins kleinste Detail gehende Spioniererei, sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Und eben hierdurch wurde es keinem Mitgliede möglich gemacht, über die ihm vorgesteckte Grenzlinie des Gehorsams hinauszugehen. Das nennt man heutzutage Compartmentalization im Englischen. Kompartimentalisierung, also Schubladen, ja, ich sage jetzt nicht Schubladendenken, den Ausdruck kennt ihr natürlich, aber es geht darum, dass jeder nur so viel weiß, wie er wissen muss, ja, und ich kann über diese Grenze nicht hinausgehen, das wird mit diesem System hier sichergestellt. Denn der General musste ja von einem jeden, was er tat und dachte, in dem seinen Kabinette zu Rom alle Drähte der ganzen Maschinerie zusammenliefen, und so war es ihm eine Kleinigkeit, den Einzelnen wie das Ganze am Gängelbande der blinden Untertänigkeit
zu führen. Das Ganze am Gängelbande des Kadavergehorsams zu führen. So kann man das auch sehen. So, und hier machen wir nächstes Mal in der Lesung weiter. Bin inzwischen schon auf eine gute Stunde gekommen in dieser Lesung. Und ich vertröste euch aufs nächste Mal, wenn wir auf Seite 103 im PDF weiterlesen. Aber das Ende dieser Bulle in Junctum Nobis, die wir gerade eben gelesen haben, mit ihren 22 Punkten, furchtbar wichtige Punkte, wobei der 22. wohl einer der wichtigsten überhaupt war. Und dann haben wir gelernt, wie wir die ganze Struktur des Jesuitenordens aufgebaut wurde, wie die ganze Struktur besteht und wie durch ein gegenseitiges Spionieren und Kontrollieren jeder so in Schach gehalten wird, dass sich tatsächlich das erfüllt, was wir vorher gelesen haben, dass nämlich die ganze Gesellschaft, dass jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft Jesu im Grunde handelt als eine einzige Person. Das heißt, wenn der General etwas sagt, dann reagiert jeder andere genauso. Und das, meine Lieben, ist nur eine weltliche Form dessen, was wir im Göttlichen haben. Mit Jesus Christus als das Haupt der Kirche und wir sind der Körper. Genau auf die Art und Weise probieren hier die Jesuiten ihre Organisation auch aufzuziehen. Der General ist der Kopf und die restlichen Mitglieder des Jesuitenordens sind alle die Glieder des Körpers. Und der Kopf bestimmt, was die Glieder tun. Genau so ist es in der göttlichen Hierarchie auch. Aber der unterstelle ich mich gerne, dieser jesuitischen, teuflischen und satanischen Ordnung unterstelle ich mich nicht. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66, Jörg von Stunde der Wahrheit meldet sich ab, wünscht euch Gottes Segen und sagt Tschüss.